ihr Lieben da draußen. Hand Showdown. Ah, schöne Musik. Wir müssen als erstes das Training beginnen. Das werden wir dann mal machen. Es wird eine neue Let's Play-Reihe, aber eine Live-Let's Play-Reihe. Gespielt wird das auf Twitch. Aber wir müssen erstmal das Training zuerst mal durchspielen. Und dann werden wir sehen, ob ich es kann oder nicht. Ziel finden. Ich glaube, das werden wir schon hinbekommen. Mal gucken. Okay, also auch jetzt sind immer diese ganzen Abschnitte. Ich weiß nicht, ob wir das alles in einer Mission machen. Testmission, Trainingsmission, Tutorialmission, wie es auch immer heißt. Okay, wir müssen einmal die Schattensicht einsetzen. Okay. Wollen wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ah, guck mal. Ach so, es lädt gerade das Spiel. Ah, ich dachte, man kann hier draufklicken. Alles klar. Jetzt geht's los. Ziel töten. Okay. Also ich habe das Spiel schon was länger verfolgt. Habe es mir aber irgendwie nie gekauft. Aber ganz gerne bei anderen geguckt. Viel Ahnung habe ich davon nicht. Aber das macht nichts. Ich habe ja von anderen Spielen auch keine Ahnung. Also, wir gehen ins Spiel. Ich bin sehr gespannt. Das Spiel gefällt mir sehr, weil es sehr, sehr spannend ist. Die Mission ist natürlich PvP, Teil PvE. PvE heißt einfach nur, dass es kleine Bossmonster und Mobs auf der Karte gibt, die man ausschalten kann. Die Jagd beginnt. Jetzt muss ich erstmal Folgendes machen. Ich gehe mal kurz auf... Ich will mal gucken, weil die Grafik scheint mir nicht wirklich richtig zu sein. Richtig. Irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Ist alles irgendwie auf niedrig. Warum das? Kann man das nicht alles irgendwo? Gibt es hier keine Einstellung? Kann man das... Achso, hier. Nee. Kann man das nicht sonst irgendwo komplett einfach hochstellen und fertig ist? Nein. Ist irgendwie alles auf niedrig gestellt. Das dürfte nicht so sein. Gibt es hier keine einzige Taste? Texturfilter. Ich stelle jetzt erstmal alles hoch. Irgendwie ist das alles ein bisschen Banane eingestellt gerade. Was gibt's hier? Was heißt das? Leistungsdaten. Ich gehe mal auf das Detailliert. Hört sich immer schick an. So. Bewegungsunschärfe ist immer unangenehm. Ich bleibe aber erstmal dabei. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm hier. Was kann man denn hier machen? Ich weiß nicht. Wir bleiben einfach mal dabei. Vollbild. So. Anwenden. Jetzt muss das entweder das Spiel neu gestartet werden oder wir können ins Spiel rein. Ah, okay. Nein, nicht zurücksetzen. Und raus. Die Grafik. Okay, jetzt scheint mir schon was Interessantes zu sein. Alles klar, okay, dann wollen wir mal gucken. Crouch haben wir schon mal gefunden. Halte E zum Laufen. Zielen können wir auch schon mal. Sehr cool. Wie kann man das da oben ausschalten? Ist das hier oben? Gehört das hier, glaube ich? Detailliert ist das, glaube ich, ne, gewesen. Wo war das gewesen? Hier, das können wir ruhig mal ausschalten. Das nervt ja total. Ihr habt gesehen, 60 FPS reicht ja, wenn das, glaube ich, 60 FPS ist. So. Okay. Oh, okay, cool. Ah, das ist okay. V. Um den Nahkampfangriff auszuwenden. Ah, zum Schubsen. Das ist ganz cool. Oh, der macht sogar mehrere Angriffe. Das ist sehr interessant. Das mag ich. Das Spiel ist schon was länger draußen. Ihr wisst das bestimmt. Wer es bestimmt irgendwo schon mal verfolgt hat. Viele Gegner können einfach... Okay. Oh, ich kann ja. Oh, das ist cool.
Mausrad 1. Okay, ich bin gerade ein bisschen fraglos, was das hier ist. Was ist das? Das ist ein Fernrohr? Oh, cool. Es ist ein Fernrohr. Und dann, was haben wir hier? Medic? Molotov? Cool Sounds. Aber kann ich gar nicht auf die 5? Kann ich auf die 5 gehen? Was ist denn bei der 5? Nix. Kann ich auch nicht draufklicken? Alles klar, ein Messer haben wir. Und hier ist eine Pistole mit Schalldämpfer. Oh, guck mal, hier haben wir einen Kollegen. Den können wir mal ganz kurz mal wegmessern, oder? Hallo. Das wollte ich gar nicht so machen. Okay. Sieht ein bisschen matschig aus von der Textur, finde ich gerade. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Einstellungen bei mir noch nicht richtig sind. Ich muss noch mal noch ein paar Feineinstellungen machen. Das mache ich aber ganz kurz mit euch, weil wir nachhinein, nach dem ganzen Tutorial hier, ins Live-Geschehen eintauchen. Dann sind wir auf Twitch unterwegs, live mit meiner Facecam. Tastenbelegung. Ich würde gerne Leertaste umbenennen auf Mausrad. Ihr sagt ja, was ist das denn? Ja, ich spiele immer auf dem Mausrad springen. Ich mache immer alles auf der Maus. Wie man es gerne hat. Aber nicht so hoch. Okay, ich kann nicht klettern. Wo ist eigentlich unser Ziel? Gibt es ein Ziel? Markierung? Das hat er bestimmt irgendwo gesagt, was ich nicht gelesen habe. Das sieht cool aus. Mir gefällt das. Oh, die Sounds, ja, die Sounds sind edel. Für mich ist die Grafik gar nicht so wichtig. Du bist in der Nähe von... Oh, ich wohne so. Huch! Oh, das ist eh. Kann man das nicht aufheben? Okay, ich glaube, ich bin voll, ne? F. Ah. Geht nicht hoch? Okay, jetzt geht's doch. Die Sounds. Also, was ich sagen wollte. Komm hier rein. Okay, komm. Oh, hi. Jo, was testen. Hören die Sounds? Ich bin hier oben. Oh wei, oh wei. Können die auch hoch? Nee. Okay, das mit dem Aiming müssen wir noch üben. Was ich sagen wollte, die Sounds in Spielen sind mir viel wichtiger als die Grafik. Kann ich hier irgendwie rein? Wusste ich, dass man hier... Ich glaube, ich muss selber springen, ne? Okay. Muss mich bücken? Okay, alles gut. Was ist das eigentlich? Was ist das? F drücken. Als ein Hinweis. Okay, dass das sich finden sollte. Karte aktualisiert. Drücke Tab. Ah, okay, ich drehe mich mal um. Müssen wir hier hin, glaube ich, oder? Okay. Benutze Schattensicht, um den zweiten Hinweis zu finden. Kommt das vom weiten Sehen? Ist das da hinten, das Blaue? Und da ist noch was Blaues? Scheint so, ne? Okay. Alles aufgehoben. Der Sound! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Kann man nicht aufheben, wenn ich, glaube ich, noch Munition habe. Ne? Soweit ich weiß, bewegt sich das alles mit, wenn ich hier durchgehe. Ne? Das ist schon geil gemacht. Guck mal, wenn wir da so im Fight sind. Ach, toll. Das gefällt mir.
Wie war es nochmal? Ja, so das. Springen. Was war nochmal ein Nahkampf? Ei, cool. Okay, ich glaube, dann wüsste. Oh. Genau, da wissen nämlich die Monster noch mehr. Oh, wow. Ich glaube, die ganze Welt weiß, dass ich hier bin. Wie kommt man nochmal? Nahkampfangriff machen. Also ja, schubsen. Das ist Gewehr. Ich drücke mal E, das ist nämlich. Kann ich hochklettern? Nee. Okay, hier. Ah, nur das, der kann nicht zu hoch, alles klar. Kann der verschieben? Sind ja schon ein bisschen hässlich, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, oh, was ich mal nutzen. Kann man die Bimmel bimmeln lassen? Ach, das kann man schmeißen. Okay. Ich glaube, wir müssen sowieso rüber, mal ganz die Schattenansicht machen. Dahin müssen wir. Da wir so jetzt noch nicht gegen Gegner spielen, also gegen menschliche Spieler, ist es, glaube ich, auch Latte, wenn wir jetzt hier so ein bisschen auf Saus und Braus machen. Oh. Ich wollte gerade sagen, das wäre eine Bärenfalle oder sowas. Ganz klar, Sound hat das Spiel hier ein 1 plus verdient. Ganz, ganz klar. Grafik, ich glaube, ich müsste noch irgendwas verfeinern noch. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Heilwasserkirche. Okay. Wollen wir mal gucken. Bin einfach mal so frech und schieße hier so wie ein Weltmeister durch die Gegend. Komm, ein bisschen üben. Oh, das ist nicht tot. Was Besonderes? Kurz nachladen. Keine Ahnung. Ich habe einfach nicht getroffen. Ich mag den Titelsound, den Theme von dem Spiel. Ah, oh, sehr schön. Ich mochte auch den Theme von The Hobbit. Weil, wenn die Zwerge da ihr Lied brummen, das ist auch immer schön. Da ist was. Coole Karte. Ach, ich drücke wohl die falsche. Ich muss echt lernen, dass F. Die Taste ist zum. Karte aktualisiert. Ach, F. Okay. Gab es nicht noch irgendwas hier auf der Karte? Was war es noch? E. Da ist noch was Blaues. Schick. Hallo. Wie, kann ich die eigentlich mitnehmen? Lass ich dafür was hier? Oh, cool.
F gedrückt halten? Ah, für die. Wer ist hier? Munition voll. Munition voll. Ist das so nicht? Geil. Was ist das? Was bedeutet das? Gift. Okay, das ist einfach eine Kiste, die man erschießt. Die man dann draufschießen sollte. Was ist das hier? Okay. Was haben wir hier? Das gleiche, das andere ist das. Wow, das sieht cool aus. Ich mag solche Lichteffekte. Ich weiß nicht, ob diese Karten... Diese Karten genauso spielbar sind. Ah. Habe ich jetzt. Okay, guck mal. Jetzt die Frage. Pass auf, kann ich die irgendwie ablegen? Kann ich da jetzt selber reinlaufen? Kann man. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Interessieren tut mich das jetzt beim Tutorial jetzt nicht so sehr. Aua. Muss ich mich heilen? So ein Dingens hier? Ah, okay. Gut. Wir haben wieder was gelernt. Oh, der hat was auf dem Kopf. Komm, hier was drehen? Eigentlich so genau, ich wollte mal ohne Ziel schießen. Okay. Bist laut! Tja, du lebst doch. Lebst du auch? Alles cool. Alles cool. Kann man hier in der Mitte durchgehen ohne? Ja, kann man. Wenn ich jetzt hier so laufe? Cool gemacht. Richtig gut gemacht. Dunkel. Sehr dunkel. Kann man das anmachen? Der Heck ist das denn? Oh Gott, kann man die Musik wieder ausmachen? Köstlich. Okay. Juhu. Wie war das mal? Karte ist hier. Ich gehe komplett in die andere Richtung. Okay. Kann ich? Ah, ich kann auch hier durch, ne? Die machen alle Sachen, machen hier blöden, nicht blöden, bösen Sound, böse Geräusche. Sehr, 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 sehr mies. Oder fies, nicht mies. Sind es Enten? Oh, Enten. Kann man hier? Boah. Was macht denn hier so ein Krach? Kann man sich... Kann man mit dem Boot fahren? Ich will es nur testen. Okay. Natürlich, wie ich jetzt hier gerade so rangehe, ist natürlich jetzt nicht so der Sinn, ne? Der Sinn der ganzen Sache. Aber ich will es gerade mal im Tutorial, wofür ist es da? Zum Testen. Ich teste dann doch mal lieber ein paar Ründchen.
Komm da rein. Warum bellt denn in die andere Richtung? Von hier. War hier nicht was Blaues? Ach da. Bist du auch böse? Da ist was, ne? Nee, so. Wo soll das sein? Ach, da. Okay. Krematorium. Okay. Anders da hinten. Es war mal ein Krematorium, okay. Oh. Ah. Movil. Kollege. Sehr schön. Achtung, Leute, wir spielen jetzt gerade gegen NPCs. Okay, wir gehen, also ich spiele gegen NPCs. Oh, das kann man erst. Ah, doch. Das ist gut zu wissen. Richtig. Schöner Sumpf, cool. Also ich sagen sollte, ich spiele noch im Tutorial, das heißt, wir testen hier noch ein bisschen die Karte, alles gut, kein Stress, keine Spieler. Wenn wir live sind, muss ich natürlich was ganz anders machen. Jetzt kommt, glaube ich, irgendwie so ein Boss, ne? Taste war es denn nochmal mit dem. Ah ja, V. Da. Okay. Hallo. Ach nee, egal. Back here. Kann ich die Waffe eigentlich auch wegschmeißen? Auch automatisch schmeiße ich die auf den Boden, wenn ich wechsle. Okay. Kann man sich bücken und besser schießen so? Da ist noch einer. Aber das machen wir natürlich jetzt nur als Übung. Wo muss ich hin? Da. Geradeaus. Einfach durch den Sumpf. Lucky Bay Ducks. Ja, was testen? Ist ja schon hässlicher. Was hat denn der auf dem Kopf gehabt? Irgendwas, Hexenverhexungen. Wow. Okay. Was hat man damals irgendwelchen Leuten überhaupt auf den Kopf gestülpt oder sowas, ne? In der Nähe eines Ziels. Benutze Schattensicht und ich. Ah, okay. Alles klar. Man hört die Schritte schon von diesem etwas größeren Ding. Okay, ich glaube, wir sollten mal alles nachmunitionieren. Die kommen nicht, die wollen nichts von uns. Ich glaube.
Wir sind ganz gut bedacht, wenn wir davon einen mitnehmen. Bosse, Feuer ist immer gut. Was ist denn? Sägewerk? Juhu. Weiß er schon, dass wir da sind? Irgendwie hab ich grad Schiss. Ja. Oh, kann man nicht raus? Man kann nicht raus! Ich wollte gerade rückwärts laufen. Wo geht's lang? Oh mein Gott. Und warum? Ja, kann man. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Ausweichsprung. Kann er nicht runter, ne? Nee. Okay. Kann man hier noch mehr irgendwie Feuersachen nehmen, die man schmeißen kann? Oh, Munition. Wo ist er? Ich habe Feuer gemacht. Oh. So, kann man hier noch was aufheben? Der Schlechter ist tot. Oh, cool. Geht das so? Muss ich was machen? Wie lange muss man das denn? Bin mal gespannt. Muss ich irgendwas machen? Oder dauert das einfach nur so lange? Machen, außer jetzt gedrückt halten. Gibt es irgendwo einen Balken, der das so will? I don't understand. Ist jetzt gerade verbuggt. Ich denke mal nicht, aber irgendwas muss da passieren. Muss ich irgendwo hin? Ich kann ja irgendwie hier mich hier ganz gemütlich bewegen. Gebracht werden oder sowas, eine Seele oder sowas. Verstehe ich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich machen? Hilfe. Kann man hier noch vorbei? Ja, genau. Drücke F.
um das Verbrennungsritual zu starten. Ich bin so doof. Ich habe gerade eh immer gedrückt, ne? Ja, mein Fehler, Leute. Ich lese immer F und drücke E. Das war für mich irgendwie jetzt gerade ganz normal, dass die Taste E zum... Ah, okay. Jetzt, okay, Trophäe ist nämlich jetzt... Jetzt kann ich die Trophäe aufnehmen und wenn ich die Trophäe aufnehme, werde ich automatisch von anderen Spielern erkannt. 36 hat die Trophäe aufgenommen, okay. Wo muss ich hin? Komm hier überhaupt wieder raus. Kann man hier nicht raus? Gibt es hier einen Weg irgendwie raus? Komme ich wieder hier? Kann ich mich hier vielleicht gebückt hier aufhalten? Ja, kann ich. Aber kann ich hier durch? Okay. Ah, hier ist wieder offen. Oh, endlich wieder Luft. Werde ich jetzt gejagt? Oder was muss ich jetzt machen? Ich denke nicht, dass wir jetzt im PvP plötzlich gelandet sind. Das läuft ja, glaube ich, da alles noch über... Was bedeuten die Blitze? Blitze hat er eigentlich gesagt gehabt, das bin ich, damit ich gesehen werde. Okay. Wo ist der Weg? Wo ist das Ziel? Karte? Wohin muss ich? Ich bin die Trophäe. Meine Position. Versorgungspunkt. Schlachthaus ist eine Kryptos. Extraktionspunkt. Verlasse das hier. Ach so, hier und hier. Ah, okay. Extraktion. Okay. Dann wollen wir mal. Das sind so die Wege, die ich, glaube ich, laufen muss. Und währenddessen ich dann gejagt werde von irgendwelchen Spielern. Alles klar. Okay. Diesmal nehme ich mal eine dickere Waffe. Ich denke nicht, dass mich irgendwas jagt. Oder wenn dann nur ein... Du hast dich da hingelegt, hab ich genau gesehen. Müssen wir erstmal wirklich zum Rand der Karte rennen und dann müssen wir raus. Ich denke nicht, dass wir... Also wäre ganz cool, wenn da vielleicht ein paar NPC-Spieler mich jagen würden, aber bis jetzt werde ich noch nicht gejagt. Ist, wie gesagt, ja sowieso nur ein Tutorial, damit wir wissen, was wir machen müssen, wenn wir denn online gehen.
Wäre aber ganz cool, ne? Wenn wir jetzt noch so ein paar NPCs, die irgendwie versuchen, uns zu jagen. Laufen wir mal. Kann ich eigentlich unendlich laufen? Da unten. Wir sind schon da. Das ist das Ziel. Dann wollen wir mal. So, da vorne müsste da bei dem kleinen Schornstein müsste ich das den Cooldown, okay. Ah, okay, man muss dann noch auch, okay. Maul! Noch einer? Kommst du das auch nicht schon? Ja. NPCs kommen nicht hoch. Ich stehe hier, will jemand schießen. Okay, geschafft. Cool. Hunt Showdown. Sehr cool. Mit der schönen Crytek Engine, die ist einfach immer schön gewesen. Von damals bis heute, einfach toll. Was ich mir ganz am Anfang gewünscht hätte, bei der Einstellung, die ich gemacht habe, dass es einfach eine Einstellung gibt, einfach alles auf Epic oder alles auf Hoch zu stellen, damit man das nicht alles einzeln machen muss. Aber egal, wir haben es geschafft. Blutmarken. 100 Blutmarken. Okay, ich glaube, ich spiele erneut und weiter geht's. Ja, wir brauchen aber jetzt noch nicht weiter. Drück mal weiter, mal gucken, was passiert. Wir machen das, wenn, dann erst in der nächsten Folge wieder. Ach nee, guck mal da. Das ist der Typ, den ich gerade gekillt habe. Den Schlechter, so hieß er, glaube ich, ne? Okay. Training beginnen. Training abbrechen. Haben wir doch schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war etwas länger. Aber die nächste Folge geht dann online mit den Kumpanen, mit den Freunden und die werden das ein bisschen besser kennen. Die Musik ist so laut. Die werden das ein bisschen besser kennen als ich, aber es macht nichts, die spielen das doch schon was länger. Ich freue mich aber darauf, das mit euch zusammen zu spielen, mit euch zu erleben und ich bin mal gespannt, wie ich mich da so gebe. Bis denn. Ich glaube, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann live bei Twitch. Wenn du noch nicht bei Twitch gewesen bist, einfach unten in die Videobeschreibung auf den Link klicken, dann kannst du einfach kostenlos mitgucken. Bis dann und tschüss.